Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute zu unserer Buchvorstellung, zu unserem Buchgespräch, wie Überwachung unser Leben verändert, hilft der Blick auf Stasi und SED in der aktuellen Auseinandersetzung weiter. Anlass für diese Veranstaltung ist ein Buch, und zwar Malte Spitz und Brigitte Biermann haben, stimmt, ich brauche es gar nicht mehr hochzuhalten, Malte hat schon das Buch präsentiert. Was macht ihr mit meinen Daten? Wir werden in der Veranstaltung beginnen damit, dass Malte Spitz kurz das Buch vorstellt und die zentralen Thesen dabei. Eingeladen haben wir dazu Anke Domscheit-Berg, Publizistin und Netzaktivistin. Bei den Recherchen, beziehungsweise als ich mir nochmal etwas über sie, auch über Roland Jahn geguckt habe, habe ich festgestellt, dass es ja auch quasi ein neues Buch gibt, jedenfalls ein Buch aus diesem Jahr, Mauern einreißen. Das passt ganz, denke ich mal, ganz gut dazu, zu unserer heutigen Diskussion, die sich ja weniger um die Überwachung selber beziehungsweise um die aktuelle Überwachung drehen soll, sondern auch mit in den Blick nehmen soll, 25 Jahre friedliche Revolution. Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, vorher Journalist, vorher Oppositioneller in Jena. Auch da möchte ich sein Buch erwähnen, was auch vor kurzem herausgekommen ist. Wir Angepassten überleben in der DDR. Ich denke, es gibt da einige Ansatzpunkte, um heute unsere Diskussion rund zu machen. Wir sind auch im Livestream und falls dort Fragen sind, wird der Kollege dann auch sicherlich über den Chat die Fragen rübergeben können. Herzlich willkommen auch dahin. Und jetzt bitte Malte Spitz. Er ist im Parteirat von Bündnis 90 Die Grünen, Netzaktivist und Buchautor. Bitte schön. Ja, wunderbar. Erstmal vielen herzlichen Dank hier, dass Sie hier heute Abend hingekommen sind. Und auch nochmal vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung auch für die Einladung. Ich habe mich in den vergangenen 12 Monaten auf eine Expedition begeben, die eigentlich schon in Ansätzen vor 5 Jahren angefangen hat, weil ich wissen wollte, was wird eigentlich über mich abgespeichert. Es war eine Suche nach den Daten, die über mich abgespeichert werden, die vorgehalten werden in unterschiedlichsten Datenbanken und die in irgendeiner Weise auch mein tagtägliches Verhalten abbilden. Und das war letztendlich auch das Ziel von diesem Buch, mal einen Überblick zu geben, wo werden eigentlich heutzutage über uns Daten abgespeichert, und ich schaue auf die Bereiche, wo es überhaupt kein Entkommen gibt. Es gibt ja viele, die mal sagen, ich bin nicht bei Facebook, ich habe kein Smartphone, deswegen bin ich ja nicht betroffen. Aber ich wollte dahin gehen und mir die Daten anschauen, die einfach zwangsläufig abgespeichert werden, weil es entweder eine gesetzliche Vorgabe ist, beziehungsweise weil es für bestimmte Verfahren zwingend ist. Also die Daten vom Arzt, die Daten von meiner eigenen Volksbank, die Daten von meinem Mobilfunkanbieter, was speichert eigentlich die Polizei, was speichert das Einwohnermeldeamt, und da auch zu schauen, wo gibt es eigentlich heutzutage eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und staatlichen Stellen, und das ist auch eine der Thesen schon mal gleich, dass diese Zusammenarbeit zwischen einer Datenspeicherung von Privaten und dann einer irgendwie gearteten Datenweitergabe, Datenverarbeitung an staatliche Stellen, sei es für Strafermittlungsfälle die Polizei, sei es aber auch für Überwachungszwecke zum Beispiel der Verfassungsschutz, dass eine solche Zusammenarbeit zunimmt. Unterstützt dabei hat mich, wurde ja gerade auch schon angekündigt, Brigitte Biermann, weil es von Anfang an mein Ziel war, dass ich kein Buch schreiben wollte von einem 30-jährigen Nerd für andere Nerds, sondern wollte ein
Buch schreiben, was letztendlich jede Altersgruppe anspricht. Und da ist es, glaube ich, uns hat es funktioniert, quasi generationenübergreifend hier diese Punkte aufzuschreiben. Es geht dabei natürlich um ein Thema, was man nicht nur im vergangenen halben Jahr vor allem in der FAZ quasi lesen konnte, sondern es ist letztendlich eine gesellschaftliche Debatte, die wir schon seit 2-3 Jahren haben, die jetzt gerade aber in den vergangenen 1,5 Jahren auch durch die Überwachungsenthüllungen von Edward Snowden nochmal viel offensichtlicher wurde, nämlich wie die Digitalisierung unserer Gesellschaft eine Gesellschaft verändert und wie die Digitalisierung zwingend eine Verdatung unseres Alterslebens letztendlich voraussetzt. Und Datenschutz soll da überhaupt nicht irgendwie hochgehalten werden als etwas, was den Fortschritt abwürgen soll, sondern ich glaube, dass Datenschutz und ein selbstbestimmter Umgang auch mit unseren eigenen Daten oder auch mit den Daten von anderen eher eines der zentralen Punkte für die Gestaltung unserer Zukunft ist. Eine Sache, wo ich schon vor Jahren mit begonnen habe, diese Daten quasi zu publizieren, waren meine Vorratsdaten. Wir hatten ja zwischen 2008 und 2010 im Frühjahr die Vorratsdatenspeicherung hier in Deutschland und habe damals dann 2010 insgesamt ein halbes Jahr von diesen Vorratsdaten rausgeklagt und dann anschließend auch über eine interaktive Grafik vorgestellt, um einfach mal aufzuzeigen, wie die teilgetreu unser Alltagsleben hier abgebildet wird. Also wer sich diese Grafik schon mal angeschaut hat, sieht, wo ich abends einschlafe, wo ich am Wochenende hinfahre, wann ich wie telefoniere, wie ich im Internet kommuniziere und letztendlich klar macht, wie sehr allein solche abstrakten Daten schon etwas über unser Leben erzählen und das eigentlich auch so der Prototyp dafür ist, dass jeder davon betroffen ist, weil mittlerweile hat so gut wie jeder Mensch in unserer Gesellschaft in irgendeiner Weise ein Handy, ob jetzt ein Smartphone oder auch nicht, und diese Daten fallen an. Oder ein anderer Bereich, wo es mir erst bei der Recherche wirklich nochmal aufgefallen ist, wie umfassend dort Daten verarbeitet werden, Meldeamt. Jeder von uns ist dazu gezwungen oder ist dazu verpflichtet, jeden Wohnortwechsel, jede neue Anschrift unverzüglich anzugeben und diese Daten werden dann weiterverkauft. Wer hier vor Ort wohnt, der kann ganz einfach für 1,50 Euro sich die aktuelle Anschrift einkaufen. Das Einzige, was man quasi vorher wissen muss, ist der vollständige Name und entweder eine alte Anschrift oder das Geburtsdatum. Sprich, wer alte Klassenlisten hat, kann ohne Probleme die Anschriften von allen diesen alten Klassenkameradinnen rausfinden. 1,50 Euro reichen und das ist nicht mal etwas, was man einzeln abfragt, sondern das geschieht jedes Jahr millionenfach und ungefähr die Einwohnermeldeämter nehmen dadurch ungefähr 40 Millionen Euro ein im Jahr. Und ein Punkt, der, wo ich merke, wie alt auch Daten sind, waren meine sogenannten Fluggastdaten. Ich konnte auf einmal sehen, als ich bei der amerikanischen Einreisebehörde beziehungsweise beim amerikanischen Grenzschutz angefragt habe, welche Daten sie über mich speichern, wurde mir gesagt, wann ich vor 15 Jahren in welcher Schlange am Flughafen in New York wartete, um meinen Pass vorzulegen. Sprich zu sehen, damals war ich selber noch 15, zu sehen quasi nicht nur, wann ich angekommen bin und mit welcher
Fluglinie ich angereist bin, sondern wirklich ganz genau zu welcher Uhrzeit, ich glaube, das war irgendwie 11.45 Uhr in der Schlange Z1 stand, um dann dort den Grenzpolizisten entsprechende Fragen zu beantworten. Und solche Daten fallen auch heute an. Einzelne Datensätze sind 4 oder 5 ausgedruckte Seiten lang, wo dann jede Kleinigkeit über einen Flug haargenau vermerkt ist. Also von dem Anruf bei der Hotline, von dem Wunsch, wann ich einen extra Sitzplatz mir wünsche, also keine Ahnung, ein besonderer Sitzplatz am Notausgang zum Beispiel, oder wünsche, wann ich eine bestimmte Verpflegung haben will. Und all diese Daten werden Jahre oder sogar Jahrzehnte lang vorgehalten und ausgewertet und zwischen den verschiedenen US-Behörden auch ausgetauscht. Und zum Schluss 2 Punkte. Ein Bereich, wo ich, glaube ich, bisher, obwohl ich mich auch mit Datenschutzfragen schon seit über 10 Jahren auseinandersetze, bisschen blauäugig war, würde ich sagen, ist die Frage Krankendaten. Ich denke immer, wenn ich zum Arzt gehe und dann der Arzt zu mir sagt, hier Herr Spitz, sollten abnehmen, sollten vielleicht extra ein bisschen Sport machen, sie sollten darauf achten, also diese Tipps, die man bekommt, aber auch die Diagnose, die der Arzt ausstellt, dass das was ist, was quasi zwischen mir und dem Arzt bleibt. Und als ich dann quasi von meiner Krankenkasse die Daten angefordert habe, was sie über mich speichern, bekam ich auf einmal einen Ausdruck von Arztdiagnosen aus den vergangenen Jahren. Und jetzt auch nicht nur, der hat was, sondern haargenau aufgeschrieben, was ich habe. Es wird aufgeschrieben, wonach bei einer Blutuntersuchung untersucht wird. Also damals irgendwie Verdacht auf pfeifersches Drüsenfieber. Und sowas werden von allen Krankenkassenmitgliedern vorgehalten, jahrelang. Hab dann auch auf einmal wiederentdeckt, wie ich 1996 von der 7. Klasse einen Unfall hatte auf dem Weg zur Schule. Auch das hat die Krankenkasse noch abgespeichert mit der Begründung, ja, wir müssten ja wissen, wenn sie noch daraus einen Folgeschaden hätten, Herr Spitz, wen wir dann dafür haftbar machen können. Also sprich, wo ich immer wirklich dachte, das ist was, was unter quasi 4 Augen und 4 Ohren bleibt, nämlich ich beim Arzt, ist nicht so, sondern wird in dem Falle, wo ich es quasi rausgeklagt bzw. angefragt habe, nämlich bei der Techniker-Krankenkasse auf irgendwelchen Servern in Hamburg abgespeichert. Und ein Punkt, um jetzt auch den Bogen zur heutigen Veranstaltung und zur heutigen Diskussion zu ziehen, war, dass wir in der Vergangenheit, und ich habe selber so ein T-Shirt 2007 mir ein T-Shirt angeschafft habe, wo drauf steht Stasi 2.0. Ich habe es jetzt heute Abend auch nicht angezogen, weil A, es ist schon extrem verwaschen und B, war ich damals auch noch ein bisschen schlanker. Würde eher so extrem spannen. Und diese Stasi 2.0 ist ja ein Bild, was damals total populär war und gleichzeitig heutzutage, wenn es darum geht, wie vor allem US-amerikanische Geheimdienste, aber auch britische Geheimdienste, schwedische Geheimdienste, australische Geheimdienste und auch unser eigener Geheimdienst oder zumindest Auslandsgeheimdienst BND unser Alltagsleben überwacht, Daten zusammenträgt und auswertet, war es mir wichtig zu schauen, was ist eigentlich dieses Spezielle an der Diskussion hier in Deutschland, dass wir, wenn es um staatliche Überwachung geht, so eine hohe Sensibilität haben, was uns im Ausland manchmal vorgehalten wird, als wir seien ja paranoid, vor allem wenn man vor 3, 4 Jahren die Debatte hatte um Google Street View. Ich einfach schauen wollte, wie war eigentlich die Überwachung während des Dritten Reiches durch die Gestapo? Was hat die Stasi gemacht in den Jahren der DDR? Ich selber bin, wie gesagt, bin dort zum einen nicht aufgewachsen und bin zum anderen auch viel zu jung, um es selber quasi mitbekommen zu haben. Und wollte wissen, wie Überwachung eigentlich unser Leben verändert und wie hat es
damals das Leben verändert? Und waren damals eigentlich die Daten auch der relevante Ansatzpunkt? Und als ich dann quasi in einem Gespräch mit Herrn Tuchel, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, quasi vorgetragen bekam, dass es schon 1939 2 Millionen Personenakten gab bei der Gestapo. Man ja sehen konnte, Informationen über jemanden werden genutzt und sind relevant. Und wenn man heute sagt, wir leben ja zum Glück in einer Demokratie, dann stimmt das. Aber wir sehen gerade auch um uns herum, wie in den letzten 12 Monaten schon, demokratische Staaten ein bisschen weniger demokratisch wurden oder zum Teil undemokratisch wurden. Also wenn man sieht, was passiert bei Einschränkungen von Pressefreiheit und von Meinungsfreiheit in der Türkei, was gerade in Russland stattfindet oder auch in der Ukraine, dann sind das ja Sachen, wo man sieht, da werden heutzutage schon Daten über die Bevölkerung missbraucht und dabei ist die Datenspeicherung heute viel, viel einfacher. Und das war mir ein Punkt, diesen vielleicht keine Gleichsetzung vorzunehmen, aber zu vergleichen. Gibt es einen Unterschied, ob die Stasi damals jemanden verhört hat in Hohenschönhausen, dort wochenlang eingeknastet hat, das ganze Leben auseinandergenommen hat? Ist das ein Unterschied zu der Speicherpraxis, wie heute einzelne Geheimdienste unser Leben durchsuchen? Ich spreche jetzt nicht von jedem von uns, aber es gibt einzelne Personen, da wird jede E-Mail ausgewertet, da wird jeder Anruf protokolliert, übersetzt und ausgewertet. Es gibt Bereiche, wo quasi eine Verfolgung stattfindet durch die Geheimdienste. Ist das was gleichzusetzen ist, oder ist es, wie gesagt, ein Vergleich, der unpassend ist? Und das ist vielleicht jetzt auch die Überleitung zum weiteren Gespräch, wo es, glaube ich, darum geht, die Sensibilität, die wir haben in unserer Gesellschaft, eher hochzuhalten und überhaupt nicht kleinzureden und auch überhaupt nicht abzutun und uns das auch nicht von außen einreden zu lassen, sondern, glaube ich, viel stärker diese Sensibilität und das Wissen, wie Staaten auch undemokratisch handeln können. Und wir haben es in den letzten 80 Jahren in Deutschland zweimal erlebt, zu nutzen, um daraus Anforderungen zu stellen, wie wir die zukünftige Gesellschaft, ich sage jetzt mal die digitale Gesellschaft, wo Daten überall von allen von uns vorliegen, wie wir die ausgestalten wollen und das als Anspruch formulieren von uns allen, und das sowohl als eine Diskussion, die in die politischen Zirkel reingetragen wird, aber auch wo die Gesellschaft aufsteht und diese Änderung und diese Selbstbestimmung haben zu wollen, hochhält. Vielleicht soweit. Vielen Dank, Malte Spitz. Bevor wir zu unseren beiden anderen Gästen kommen, eine Rückfrage, was mir jetzt gerade aufgefallen ist. Du hast bei deiner Recherche nach deinen Daten eigentlich doch alles wiedergefunden, was jemals in irgendeiner Weise elektronisch über dich gespeichert worden ist, oder konntest du irgendwie erkennen, keine Ahnung, 10 Jahre Speicherfrist, 5 Jahre oder dann doch alles, was da ist, ist noch weiterhin sichtbar? Ist total unterschiedlich. Einzelne Angebote, wie zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse, waren viele Daten nur für 2 Jahre vorhanden und dann nur ausgewählte Daten, wie damals mein Unfall auf dem Weg zur Schule halt noch 17 Jahre später. Aber es gibt zum Beispiel Daten, die auch heute noch zum Teil für 10 Jahre vorgehalten werden. Ja, also es ist immer sehr, sehr abhängig vom Angebot, denke ich jetzt mal, beziehungsweise vom Umfeld, ob die Daten jetzt nach 2 Jahren weg sind oder eingeschmelzt werden auf nur noch ganz wenige Daten, oder halt ob die Daten wie beim Beispiel Fluggastdaten auch noch 15, 16 Jahre später da sind. Also es gibt nicht die allgemeine Regel, aber zum Beispiel ein Punkt, dass ich beim LKA Sachsen-Anhalt
noch heute als ein Zeuge aufgeführt wurde bei einer Neonazi-Kundgebung von 2007. Ich habe damals nie mehr was gehört von der Polizei, nie. Ich habe damals dem Polizisten nur gesagt, ja, ich war da, hier ist meine Anschrift. Es ist anscheinend auch nie zu irgendeinem Verfahren gekommen, aber ich werde trotzdem auch noch 7 Jahre später in dieser Polizeidatenbank vorgehalten und auf die Frage, ob das dann irgendwann mal rausgelöscht wird, sagen sie, vielleicht ja, vielleicht nein. Das entscheiden wir. Es gibt ja keine Regel. Es gibt keine Vorgabe, dass spätestens nach 10 Jahren die Daten zu löschen sind, sondern wenn der zuständige Polizist sagt, in 2 Jahren dann wieder, nämlich jede 3 Jahre soll das kontrolliert werden, ob die Speicherung noch zukünftig stattzufinden hat, bleibe ich da erstmal drin. Meine erste Frage an Anke Domscheit-Berg und Roland Jahn. Wenn ihr das hört, ist das wie ein Déjà-vu? Bei beiden von euch haben wir ins Programm geschrieben, Herkunft DDR, in der DDR geboren. Ist das was jetzt ganz Neues oder kommt euch das bekannt vor nach den Jahren in der DDR oder nach Akteneinsicht in die Unterlagen der Staatssicherheit? Bitte schön, Anke. Also für mich hat das Déjà-vu spätestens eingesetzt, als die Enthüllungen von Edward Snowden ans Tageslicht kamen. Aber dass auch das jetzige Deutschland eigentlich eine Art Überwachungsstaat ist, hat sich auch vorher schon angedeutet. Wer sich damit ein bisschen befasst hat, zum Beispiel wie Funkzellenabfragen so gehandhabt werden, wie wenig da gesetzliche Schranken existieren und wie unfassbar selbst diese niedrigen Schranken immer noch flächendeckend ignoriert werden, ist schon irgendwo erschütternd. Und was jetzt für mich aber in den letzten 1,5 Jahren noch dazu kam, war dieses unfassbare Ausmaß, dieses vollständige, jeder meiner Schritte wird überwacht, Gefühl und dieses gewisse Ohnmachtsgefühl, was man auch in der DDR gehabt hat. Dazu muss ich vielleicht erzählen, ich war damals 21, ich war Studentin, ich war sehr aktiv in der Opposition und mir sind tatsächlich die Briefe geöffnet worden, nicht mit Wasserdampf, wie man es da so im Kinofilmchen gesehen hat, sondern bei mir kamen die einfach aufgeschlitzt an, die haben sich da keine Hemmungen mehr gegeben. Das Telefon wurde abgehört, aber ich habe sehr viele Aufrufe abgetippt, die damals so kursiert sind. Kopierer gab es ja nicht oder Copyshops. Das passierte alles an der uralten Schreibmaschine, die ich von meinem Großvater geerbt hatte. Und ich habe halt auch gemerkt, dass die Stasi, wer soll es sonst gewesen sein, in mein Wohnheimzimmer eingebrochen ist und meine Papiere durchwühlt hat und sogar erkennbare, sichtbare Zeichen hinterlassen hat, dass sie drin waren. Die haben also, wer noch die alten Schreibmaschinen kennt, werden ja ein paar hier sein, das rote und blaue Teil vom Farbband einfach einmal umgedreht. Das heißt, man hat es wirklich sofort gesehen. Und das war auch nicht zufällig, sondern das kann man ja in der Richtlinie 176 Zersetzung bei der Stasi heute noch nachlesen. Es war ein absichtlicher Mechanismus, Oppositionelle wissen zu lassen, du wirst überwacht, wir wissen, was du tust und damit zu rechnen, dass man so viel Angst bekommt, dass man damit aufhört. Und das ist eines der Déjà-vus, die ich vor allem wieder habe, dass wir jetzt alle wissen, dass wir die ganze Zeit überwacht werden. Und es gibt längst wissenschaftliche Untersuchungen aus unterschiedlichen Ländern, die diesen sogenannten Chilling-Effekt nachweisen, der dann einsetzt, wenn man sich dessen bewusst ist. Wir haben damals in der DDR auch Schere im Kopf dazu gesagt, dass man also anfängt zu überlegen, welche Wörter benutze ich denn? Der BND filtert mit 15.000 Wörtern, die für verdächtig gehalten werden, die Wörter. 2.000 benutzt die Bild-Zeitung im Durchschnitt, also 15.000 verdächtige Wörter zu vermeiden, die natürlich nicht bekannt sind als Liste, das ist gar nicht so einfach. Das schafft eigentlich gar keiner. Das sind also so Sachen, wo dieses Totalitäre und das Willkürliche und das möglicherweise absichtlich in Kauf nehmen, dass wir unser Verhalten verändern, weil wir wissen, dass wir überwacht werden, das sind für mich Déjà-vus und das sind für mich deshalb schockierende Déjà-vus, weil damals war das System konform, dass ein totalitäres System totalitäre Methoden einsetzt, dürfte jetzt echt keinen überraschen, hat uns auch nicht überrascht. Dass aber in einer Demokratie, von der ich dachte, Verfassungsrechte, die gelten, im Unterschied zur DDR, dass da auch totalitäre Methoden eingesetzt werden, ist für mich also widrig. Das passt einfach nicht zusammen. Und deswegen ist das ein Déjà-vu, das will ich nicht mehr haben. Hast du dich ertappt, dass du die Schere wieder angeschaltet hast?
Ja, klar. Ich verschlüssel meine E-Mails, meine Festplatte ist verschlüsselt, ich google nicht, ich startpage. Startpage.com, wer das nicht kennt, da wird nichts an Cookies gespeichert, was ich da so suche. Und also ich habe viele Verhaltensweisen geändert, so wie damals. Ich führe Gespräche, wo kein Smartphone im gleichen Raum ist, wie wir, die wir gerade reden. Ich weiß, dass auch Ausschalten nicht funktioniert und Akku rausnehmen geht ja heutzutage bei vielen Telefonen gar nicht mehr. Ich überlege auch bei manchen Sachen, welche Wörter ich benutze. Ich weiß auch, wenn ich eine DM oder Facebook benutze ich so Lala, eigentlich mehr so indirekt, aber mit manchen Leuten schreibe ich da tatsächlich persönliche Nachrichten und ich bin mir die ganze Zeit bewusst, dass alles, was ich da schreibe, Leute lesen können. Also ich würde da nicht wirklich vertrauliche oder mich gefährdende Dinge oder andere gefährdende Dinge da reinschreiben. Das ist dann nicht ganz so öffentlich, dass es jeder lesen kann, aber öffentlich genug, um gegen mich verwendet zu werden. Und das sind Gefühle, die gehören in diese Zeit nicht rein. Deswegen finde ich auch wichtig, dass wir, auch wenn die Motivation in der DDR sicherlich eine ganz andere war, dass wir nicht vergessen, dass das in unsere Gesellschaftsform nicht reingehört. Einfach gar nicht reingehört. Das ist wie so ein Krebsgeschwür, das muss weg. Und da muss man was machen, da müssen wir auch alle was dagegen machen, weil wir alle Geheimdienste, auch die in der DDR, finden die heutigen das völlig okay und legitim und machen so lange weiter, wie wir sie machen lassen. Wenn du, Roland Jahn, wenn du Anke Domscheit-Berg so zuhörst, dieses Déjà-vu, hast du das auch gemerkt? Ich habe das nicht gemerkt. Ich bin auch kein Fan von Begriffen wie Stasi 2.0. Ich denke, dass es wichtig ist, zu vergleichen, aber dass es wichtig ist, auch die Unterschiede deutlich herauszuarbeiten. Das ist ja jetzt auch schon angeklungen. Im Konkreten werden dann schon die Unterschiede festgestellt. Und das Entscheidende für mich ist schon, dass wir was tun können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir Bücher schreiben können, dass wir alles benennen können, dass wir die Instrumente der Demokratie nutzen können, um dort, wo wir unzufrieden sind, uns zu wehren. Und da ist halt der große Unterschied zur DDR. All das war dort nicht möglich. Wenn ich über das, was die Staatssicherheit gemacht hat, mich irgendwo geäußert habe, habe ich Konsequenzen tragen müssen, dass ich eingesperrt worden bin. Die Stasi hat halt nicht nur die Informationen gesammelt, sondern sie hat die Menschen auch weggesperrt. Da ist schon mal auch der Unterschied in der Frage zwischen Geheimdienst und Geheimpolizei. Das sollten wir immer vor Augen haben und gerade wenn Gleichsetzungen stattfinden, vernebeln wir unseren Blick für das Hier und Heute. Ich finde, der Blick in die Vergangenheit ist wichtig, auch in Bezug auf das, was hier in der Gegenwart passiert, weil der Blick in die Vergangenheit kann unsere Sinne schärfen, hier genau hinzuschauen, Gefahren zu erkennen für Freiheit und Selbstbestimmung. Genau hinzuschauen, wo haben wir auch Defizite, wo haben wir Demokratiedefizite. Und darauf kristallisiert sich nach meiner Meinung auch hin. Die technische Entwicklung, die ist rasant. Ja, es wird ja manchmal gefragt, was hätte die Stasi gemacht, wenn diese technische Entwicklung schon damals in der DDR da gewesen wäre. Aber gerade an dem Punkt der technischen Entwicklung wird der Regelungsbedarf deutlich. Wir brauchen in dieser Demokratie klare Regeln, um dem Potenzial, was die Technik bietet, auch Einhalt zu gebieten. Nun bin ich kein Fan von Überregulierung, weil auch da wir dann wieder sagen, der Staat greift zu sehr ein. Aber genau das ist ja die große Herausforderung. Wir wollen ja Freiheit schützen. Und die Herausforderung ist, wie viel Freiheit darf eingeschränkt werden, um Freiheit zu schützen. Und das ist sozusagen etwas, was ein Prozess ist, der ständig im Gange ist, wo immer wieder neu definiert werden muss, wo wir aber alle herausgefordert sind, als Gesellschaft daran mitzuarbeiten. Dazu kann so ein Buch dienen, aber da muss, wie es aussieht, auch noch mehr gemacht werden. Denn mit dem, was wir auch seit der Snowden-Diskussion sozusagen
erkennen oder was viele jetzt erkennen. Viele haben es ja schon vorher gewusst. Und man könnte auch sagen, das war ein bisschen naiv, wie wir uns vorher bewegt haben. Wieso wird auch jetzt, erst jetzt Sachen gemerkt, was da eigentlich gespielt wird. Aber trotzdem hat die Diskussion natürlich einen Vorteil, dass wir erkennen, dass mehr getan werden muss. Und für mich ist das insgesamt ein Prüfstein für die Demokratie. Also wenn wir nichts tun, sind wir auf dem Weg zum Überwachungsstaat? Sind wir auf dem Weg zu irgendwas wie Stasi 2.0? Oder wird es was ganz anderes sein, wenn wir nicht diese Regeln einführen? Ja, deswegen betone ich nochmal, die Begrifflichkeit mit Stasi 2.0, die wende ich nicht an, jedenfalls nicht für die Gegenwart. Aber ich kann niemanden absprechen, es so zu empfinden. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Wenn jemand sagt, für mich ist das wie bei der Stasi, es als persönliche Empfindung artikuliert, ist das erlaubt. Ich kann ihm die Empfindung nicht ausreden, wenn er sie hat. So, und trotzdem sage ich, es gibt da Unterschiede. Trotzdem benenne ich Fakten. Aber wir müssen uns mit den Empfindungen auseinandersetzen. Wenn Menschen anfangen, ihr Verhalten umzustellen, dann ja, fühlen sie die Freiheit nicht mehr. Dann nehmen sie das nicht mehr wahr. Und auch da müssen wir was tun, dass wir ein Klima schaffen, wo ja, Menschen ja, selbstbestimmt leben können und Dinge machen können, die eigentlich selbstverständlich sind. So, und das meine ich ja mit dem Regelungsbedarf. Wenn gerade was Wirtschaftsunternehmen betrifft, wenn da keine Regelungen kommen, werden die Unternehmen immer ihre Interessen versuchen, auch mit dem Sammeln von Daten durchzusetzen. Und das ist ja der Punkt. Gerade der Diskussion um die Freiheit im Netz, das ist ja nun lange Jahre propagiert worden. Das Internet bringt neue Freiheiten. So, und da kann ich nur sagen, wenn das Internet nicht geregelt ist, wird es die Freiheit des Stärkeren sein, der den Schwächeren wegdrückt. So, und das ist ja die Herausforderung von Staat. Und mir ist es wichtig, dass dabei auch immer beachtet wird, gerade bei einer neuen technischen Entwicklung, es ist im Prinzip alles wieder darauf zurückzuführen, auf die Frage, wie gehen Menschen miteinander um? Welche Regeln entwickeln sie im Miteinander? Das kann übrigens einfach nur durch Absprachen geschehen. Ja, von der Familie kennt man das her, aber wir sind ja eine große Familie und da hat man sich darauf geeinigt, dass man Regeln auch schriftlich fasst und dann auch durchsetzt. Es fängt bei der Straßenverkehrsordnung an. So, und daran sehen wir, dass es manchmal ganz gut ist, Regeln zu haben, aber es gibt auch natürlich Felder, wo man das nicht so hart durchsetzen müssen. Aber es zeigt sich, gerade beim Umgang mit Daten, dass das, was auch im Selbstversuch hier nochmal deutlich wurde, dass zumindest hier ein Bedarf angemeldet wird. Es gibt durchaus andere, die werden sagen, es ist gut so, dass bestimmte Daten nach so vielen langen Jahren da ist. Denken wir an die Diskussion über NSU in Thüringen und Sachsen. Ja, da hat man den Verfassungsschutzämtern vorgeworfen, dass sie Daten vernichtet haben. So, dann könnte man sagen, was wollen sie denn nun, die Journalisten? Einmal schreien sie so, einmal schreien sie so. Ja, und das zeigt nur, wir müssen uns als Gesellschaft auf irgendwas uns einigen, auf Regeln einigen, wo dann klar ist, nach welchen Kriterien sich Staat, aber auch Gesellschaft verhalten. Ich hatte mich schon gewundert, wann der Widerspruch kommt, wie lange es dauert, bis... Ja, ich hatte schon eine Weile gezuckt. Bitte schön, danke. Ich finde es also zum einen ganz schwierig zu argumentieren, das macht ja Politik schon eine ganze Weile, dass man Freiheit schützen muss durch Überwachung. Mir fehlt da wirklich nach wie vor der Beweis. Den gibt es nicht. Es wird mal von 50 Terroranschlägen erzählt und mal von 7, mal von 5, von 9, von 2. Ist kein einziger übrig geblieben. Weltweit, weder in Europa noch in den USA, gibt es einen einzigen belegten, verhinderten oder aufgedeckten Terroranschlag durch anlasslose Massenüberwachung. Gibt es nicht. Und dieses NSU-Beispiel hinkt halt ein bisschen, weil es sich nicht um anlasslose Massenüberwachung handelt, sondern da gibt es einen Anlass. Die haben Anlass gegeben für ganz spezifische Verdachtsmomente und das ist auch völlig okay, jemanden zu überwachen. Aber
die allgemeine Bevölkerung für terroristisch gefährlich zu erklären. Deswegen müssen wir die jetzt alle mal pauschal überwachen und möglichst lange abspeichern. Das ist ein Argument, das ist ganz schwierig. Also für mich stellt sich auch die Frage, irgendwo gibt es logischerweise diese Abwägung, Freiheit versus Sicherheit. Aber wer ist denn von beidem betroffen? Ein weniger an Sicherheit ist ja eine Gefahr für uns, normale Menschen. Ein weniger an Freiheit ist auch eine Gefahr für uns, normale Menschen. Das heißt, wir müssen etwas opfern. Dann sind wir doch die einzigen Legitimen, die darüber zu entscheiden haben, in welche Richtung sich diese Waage zu neigen hat. Niemand anders. Und uns fragt einfach keiner. Und die Priorisierung, die ich treffen würde, wäre zum Beispiel wahrscheinlich eine ganz andere. Ja? Jedes Jahr werden in den USA 1.000 Frauen von ihren Ehemännern, ihren Ex-Ehemännern oder Ex-Männer-Freunden umgebracht. 1.000 Stück jedes Jahr. Das sind in 33 Monaten so viel wie bei 9/11. Seit 9/11 sind das 5-mal so viele, wie einmal bei 9/11 gestorben sind. Ich will einen Terroranschlag nicht kleinreden. Und es war einer der größten, die wir je hatten weltweit. Wahrscheinlich war es der größte. Aber trotzdem, wo sind denn die massiven investierten Mittel, um diese 1.000 Frauen, die immer noch jedes Jahr sterben, und zwar in echt und nicht bloß theoretisch als Gefahr irgendwo, wo sind die Mittel, die für sowas eingesetzt werden? Das ist nur ein einziges Beispiel. Ich könnte doch davon reden, dass jedes Jahr 60.000 Menschen in Deutschland allein an Blutvergiftung sterben. 20.000 könnte man nur durch Vorbeugung verhindern, durch bessere Aufklärung. 20.000 richtige, echte Menschenleben. Wir haben genau 2 Terrorismustote durch islamistischen Terror in Deutschland. Vor einigen Jahren in Frankfurt am Main auf dem Flughafen. Wer wägt denn hier ab? Welche Gefahr ist wie groß? Welcher Steuereuro ist uns wie viel wert? Welches Menschenleben ist uns wie viel wert? Wir müssten das entscheiden. Und das findet nicht statt. Ich sehe mich da überhaupt nicht im Gegensatz. Ich habe es beschrieben. Ich habe gesagt, diese Gesellschaft ist herausgefordert, einen Abwägungsprozess zu machen. Man kann auch zu dem Ergebnis kommen, wir dürfen Freiheit nicht einschränken, um Freiheit zu schützen. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber hier ist ein Beispiel genannt worden. Verdachtsbezogen darf es gemacht werden, nach Ihrer Meinung. So, und das ist ja das, was ich damit meinte. Man kann auch zu der Erkenntnis kommen, in den und den bestimmten Fällen ja und in denen nein. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, vielleicht hat man gar keine Chance, sagen, mit bestimmten Maßnahmen, Einschränkungen von Grundrechten, Freiheit zu schützen. Vielleicht muss man einfach sagen, okay, das ist der Preis der Freiheit. Auch dazu, zu der Erkenntnis kann man kommen. Mir ist nur wichtig, dass es ein Prozess ist. Und von wegen wir, da sind wir ja bei der Frage von Demokratie. Es ist eine Frage, wie gestalten wir unsere Demokratie? Und vielleicht haben wir da einen Nachholbedarf. Ja, das ist ja die Frage, die repräsentative Demokratie. Wir wählen, wir geben einen Auftrag, diese Dinge, die sehr kompliziert sind, zu regeln. So, und wenn wir unzufrieden sind, müssen wir andere wählen, andere Mehrheiten suchen und so weiter. Und natürlich ist Demokratie auch immer ein Ausdruck der Qualität der Demokratie, wie sie mit Minderheiten umgeht, die vielleicht an den Punkten deutlich machen, nein, wir wollen nicht, dass unsere Daten irgendwo genutzt werden, mit dem Vorhaben, Sicherheit herzustellen, hier eine Rechtfertigung zu haben. So, eins ist doch klar, wer beim Abwägungsprozess zwischen Freiheit und Sicherheit zu sehr auf Sicherheit setzt, wird am Ende beides nicht mehr haben. Bevor Malte drankommt, ich gucke schon mal ab und zu ins Publikum, ob jemand, das dachte ich mir, das war das Stichwort, aber erst kommt Malte auf jeden Fall dran, meine Kollegin Sümischa hat dann das Mikrofon und dann gehen wir das durch. Bitte schön, Malte. Ja, ich finde es ja vollkommen richtig zu sagen, in der DDR durfte man die Probleme oder die Überwachungspraxis gar nicht ansprechen. Und wir haben natürlich heute eine Situation, wer sich jetzt gerade die letzten Wochen den Untersuchungsausschuss angeschaut hat, beziehungsweise verfolgt hat, was dort stattfindet zum Thema Überwachung unserer Gesellschaft, dass selbst die Abgeordneten, die ja eigentlich, wie ja gerade richtig ausgeführt wurde, vom Volk
gewählt, um quasi diese Regeln zu setzen und auch stückweise neben der Judikative zu kontrollieren, deren Einhaltung, überhaupt gar nicht mehr wissen, weil ihnen die entsprechenden Informationen vorenthalten werden, wie heutzutage überhaupt unsere eigenen Nachrichtendienste, sei es der Verfassungsschutz, sei es der BND, sei es der militärische Abschirmdienst, arbeiten. Wir haben gar, die fordern Akten an, da sind zwei Punkte ungeschwärzt. Die Anrede und die quasi Danksagung unten am Schluss. Und ansonsten sind da 18 Seiten einfach nur schwarz. Und das sind jetzt auch nicht die Unterlagen, die frei zugänglich sind, sondern das sind die Unterlagen, die sie quasi in den Geheimschutzstellen einsehen dürfen, wo quasi nur die Abgeordneten und eine Handvoll ausgewählter Mitarbeiter hin dürfen. Sprich, wir haben eine Situation, wo man zumindest sagen kann, in vielen westlichen, gleichzeitig auch demokratischen Staaten haben wir eine Situation, wo die Geheimdienste unkontrolliert sind und wo sie arbeiten, wie sie wollen, sowohl im Inland, siehe den Verfassungsschutz, aber auch im Ausland. Und ich sag mal, ich bin ja glücklich, dass Deutschland vermutlich sogar noch eines der Nachrichtendienste hat, die weniger schlimm sind als die anderen. Aber wenn man sieht, eine Aussage aus diesem Frühjahr von dem ehemaligen CIA-Direktor, der sagte, wir töten auf Basis von Kommunikationsdaten, ohne irgendeine weitere Information zu haben, sobald ein potenzieller Terrorist oder Islamist, der muss ja noch nicht mehr Terrorist sein, der muss ja nur sich quasi diesen Gruppen anschließen, sein Handy anschaltet, geht quasi die Fahnenlampe los und wenn er sich gerade aufhält in Pakistan, in Afghanistan, im Jemen, in Somalia, kann es zu einem tödlichen Drohnenangriff kommen. Das ist natürlich die totale Ausnahme, muss man sagen. Das ist nicht, was wir hier befürchten müssen, dass hier quasi 2 Kilometer weiter im Wedding auf einmal eine Drohne anfliegt und jemanden umbringt. Aber es ist natürlich trotzdem ein System, was von unseren Staaten, nenne ich sie jetzt einfach mal, angetrieben wird, zu sagen, dieses völlig Grenzenlose und dieses völlige Abschotten, was ich demokratietechnisch höchst problematisch finde. Und ich glaube, viele Menschen sich heutzutage fragen, um auch nochmal auf die Überschrift zu sprechen kommen. Ich glaube, bei ganz vielen Menschen hat in den letzten 1,5 Jahren vielleicht manchmal nur eine kleine Schere angesetzt im Kopf, aber die genau überlegen, schreibe ich noch was bei Facebook über Obama, wenn ich 2 Wochen später in die Vereinigten Staaten fliege? Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht aus der Sorge bei der nächsten Einreise erstmal 2 Stunden ausgefragt zu werden. Oder gehe ich zu irgendeiner Demonstration, wo ich weiß, dass gegebenenfalls vorgehalten wird durch eine Funkzellenauswertung wie 2011 in Dresden getan, wo einfach mal die halbe Stadt dokumentiert wurde, um zu wissen, wer war wo an welchem Platz. Und das finde ich so Sachen, früher war für die Menschen selber und auch für die öffentliche Wahrnehmung, auch von außen klar, ein Überwachungsstaat geht einher mit ganz klaren Repressionen. Das war logisch, das wusste man, wenn man in der DDR in der Opposition aktiv war. Heutzutage haben wir halt nicht mehr diese direkt spürbaren Repressionen. Man wird nicht morgens um 5:30 abgeholt, die Kinder werden nicht ins Heim gesteckt, man wird nicht ohne Verfahren wochenlang festgehalten. Aber ich glaube trotzdem,
dass wir total aufpassen müssen, dass es nicht indirekte Repressionen gibt. Einfach die Kleinigkeiten im Alltagsleben, wo man ausgeschlossen wird, wo Telefonate auf einmal nicht mehr richtig funktionieren, wo man vielleicht nicht mehr so frei reisen kann. Und da habe ich eine Sorge, dass da, wie gesagt, die Gesellschaft heutzutage viel zu häufig sagt, es ist ja nicht so schlimm. Und es ist ja eigentlich im Sinne der Abwehr von Gefahren gegen uns. Und da glaube ich, muss man einfach ganz aufmerksam sein, zu schauen, wo ist es noch legitim, Straftäter zu verfolgen, vollkommen d'accord, und wo wird die Grenze überschritten, wo es wirklich zu einer Überwachung wird, die anlasslos und gleichzeitig auch grenzenlos wird. Danke. Ich wollte nur bei einer Sache noch was ergänzen. Du hast gesagt, dass Leute vielleicht überlegen, was sie sagen, so gegen Obama, weil sie wollen ja nochmal dahin. Obama war ja vor nicht so sehr langer Zeit hier in Berlin. Zu der Zeit hatte ich auf change.org eine Petition gestartet, die gegen das PRISM-Programm protestierte und Angela Merkel dazu aufrief, gegenüber Obama bei seinem Besuch zu sagen, dass sie das halt echt nicht lustig findet. Also eine eher harmlose, im Rahmen einer demokratischen Geschichte, nee, wirklich eher harmlose Petition, da ging es nicht um, lasst uns Obama irgendwas antun oder so. Ich habe 100.000 Unterschriften gesammelt, aber es gab etliche E-Mails in dieser Zeit, wo wir Menschen schrieben, sie sehen zwar jedes Wort ganz genauso, aber sie wollen ja nochmal in die USA reisen und deswegen unterschreiben sie diese Petition nicht. Haben offenbar nicht weit genug gedacht, sonst hätten sie lieber dieses E-Mail nicht an mich geschrieben. Aber das zeigt, dass ja diese Schere war offensichtlich bei Menschen schon da. Und es ist vielleicht auch so, dass nicht so oft wie in der DDR früh um 6 Leute abgeholt werden. Aber du kennst die Geschichte von André Holm. Der ist früh um 4 oder so nachts abgeholt worden. Mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen, weil er das böse Wort Gentrifizierung benutzt hat. Der ist nämlich Wissenschaftler und forscht zu Gentrifizierung. Das hat aber blöderweise eine linksradikale Zelle in Berlin auf einem Flugblatt benutzt. Und deswegen, ne, also auch die Verfassungsschützer in Deutschland können ja googeln, hat man festgestellt, oh, da benutzt noch einer dieses Wort. Das war damals etwas seltener als heute. Und schon ist der abmarschiert. Der wurde mehrere Jahre mit der ganzen Familie, mit Kindern, Ehefrau und allem, mit, also ich benutze dieses Wort, weil für mich ist es kein Unterschied, mit Stasi-Methoden untersucht. Mit Kamera, auf den Eingang, mit Aufschreiben, X verlässt das Haus. Vor allem immer mit dieser Überwachungsbrille. Du kannst nichts tun, was dich unschuldig macht, wenn du einmal verdächtig bist. Da steht in den Akten drin, besonders verdächtig, weil hat ohne Handy das Haus verlassen. Wie bescheuert ist das denn? Also ich kann eigentlich nichts mehr machen, was nicht mich verdächtig macht, wenn einmal jemand mit dieser Brille, ich bin verdächtig, auf mich drauf guckt. Ich finde es auch, ich weiß, dass du das nicht sagen wolltest, aber andere Menschen sagen das so ähnlich. So, hier passiert ja nichts, aber woanders in Afghanistan, die Drohnen und so. Das sind BND-Daten. Das wurde nicht widerlegt bis heute. Der BND hat 500 Millionen Kommunikationsdaten afghanischer Menschen an die NSA geschickt, die möglicherweise, und keiner hat es bis jetzt widerlegen können, benutzt werden, um extra legal Menschen zu ermorden. Ein Rechtsstaat sagt doch, ich kann Unschuld beweisen. Ich weiß, wessen ich verdächtig bin. Ich habe ein Verfahren, es gibt einen Richter. Das alles gibt es in diesen Prozessen, ja, Vorgang ist damit gemeint, nicht Rechtsverfahren, gibt es da nicht. Und von allein in Pakistan über 3.500 Drohnentoten sind nicht mal 300 irgendwie Verdächtige gewesen. Der Rest sind Kollateralschäden. Kinder, Menschen, die da gespielt haben, Verwandte, jemand, der zufällig das Telefon in der Hand hatte. Irrtümer, die da auch passieren, das kann man doch nicht hinnehmen. Und wenn, also mir ist das nicht egal, wenn das in Afghanistan passiert und erst recht nicht, wenn das mit Daten passiert, die deutsche Geheimdienste gesammelt haben. Und ich glaube, es gibt weltweit nicht einen Geheimdienst, seit es Geheimdienste gibt, der sich anständig an Recht und Gesetz gehalten hat. Das ist in der DNA von Geheimdiensten, Recht zu missbrauchen und die eigene Macht immer weiter auszudehnen und alles zu nehmen, was sie kriegen können, egal was so in den Gesetzen gerade drin steht. Deswegen gibt es für mich eigentlich auch nur eine einzige Konsequenz in einer wirklichen Demokratie und die heißt Geheimdienste abschaffen, weil die sind unterm Strich zu nichts gut. Damit wären wir schon beim Fazit der Veranstaltung, aber nein, ich habe
versprochen, Ihre Wortmeldung auf jeden Fall dran zu nehmen. Bitte hier vorn, zweite Reihe, anfangen. Ja, erstmal Dankeschön für den guten Vortrag über die Daten. Ich hatte auch ein Déjà-vu bei dem Titel »Wie Überwachung unser Leben verändert«. Ich habe vor kurzem eine Pressekonferenz des Bundesinnenministers gesehen. Da hat er aus seiner Hosentasche so einen wunderschönen Klappausweis rausgezogen. Vielleicht werden Sie es noch kennen, in der DDR nannte man das Ding PM12. War ein Hilfsausweis, bekamen nämlich unliebsame Leute, damit sie nicht mal mehr nach Polen dürfen. Die sollten brav im Lande bleiben. Innenminister hat auch sehr schön, der hat dem es hier sehr ausgeführt, dass man die Pässe nicht entziehen darf, Pässe wohl entziehen darf, aber den Personalausweis in Deutschland nicht entziehen darf und deswegen hat er diesen Klappausweis. Also ich frage mich, was für Berater hat dieser Mann, wenn man mit einem Klappausweis verhindern will, dass Leute ihre Dienste in irgendwelchen anderen Ländern anbieten. Die zweite Geschichte, die geht an Sie, Herr Jahn. Sie sitzen ja in einer Unterlagenbehörde vor, die sehr viele Daten sammelt. Ich persönlich hatte das Glück, nicht bei Ihnen unter Ihrer Führung, da war noch der Herr Gauck, dort meine Akten im Jahre 1990 einzusehen. Das waren zwei so große Stapel, deswegen konnten Sie nicht sehen, was ich Ihnen rausgeklaut habe. Ist verjährt inzwischen, sonst würde ich es nicht sagen. Aber, von diesen Daten, die Sie mir gegeben haben, Sie haben mir nämlich auch solche Stapel dann geschickt, musste ich bezahlen ordentlich, haben Sie mir auch ordentlich, das sind so, na, bis jetzt, wenn ich es hier stapeln würde, Sie sind nicht mehr zu sehen. Davon haben Sie wiederum Kopien angelegt und die haben Sie auch alle wieder archiviert. Ich frage mich, was machen Sie mit diesen ganzen Daten? Dankeschön. Gleich auf die Aktenfrage, weil Sammlung ist ja, glaube ich, nicht das ganze richtige Wort, was ihr da treibt. Nein, er hat natürlich vollkommen recht. Die Verwaltungsvorgänge, die dort angelegt werden, das ist eine problematische Sache. Das ist genauso wie die Daten, die da in der Krankenkasse gesammelt werden, die übrigens in jeder deutschen Behörde gesammelt werden, wenn sie Antrag stellen auf soziale Unterstützung, werden auch ganz, ganz viele Daten gesammelt. Aber darum geht es ja. Darum geht es ja, Regeln zu haben, die sicherstellen, dass sie die Vorteile des sozialen Rechtsstaates nutzen können, dass es keinen Missbrauch gibt unserer sozialen Regelung. Und dass deswegen auch Daten gesammelt werden. Und so ist es dann auch bei uns in der Stasi-Unterlagenbehörde mit Verwaltungsvorgängen, die dienen dazu, dass die Verwaltung ordentlich arbeiten kann. Es ist übrigens, seitdem es Behörden gibt, werden Akten angelegt. Die Bürokratie dient dazu, ihre Rechte zu schützen. So, und Bürokratie ist etwas, was natürlich verschieden gestaltet werden kann. Und da geht es ja dann auch um die Frage, ja, Informationsfreiheitsgesetz, kann der Bürger reinschauen, kann er dem Staat auf die Finger schauen? All das sind die Fragen, wie regeln wir den Umgang mit Daten? Und es ist gut, dass die Datenschutzbeauftragten gleichzeitig auch die Informationsfreiheit mit betrachten und in der Hinsicht da auch immer schauen, wo was nicht funktioniert. Auch da sind wir alle herausgefordert, stets darauf zu achten, diese Diskussion zu führen. Aber ein Gedanken noch zu den Unterlagen, in denen Sie reingeschaut haben. Natürlich ist das eine Frage, die in der Diskussion ist. Wieso hebt man diese menschenrechtswidrig gesammelten Informationen eigentlich auf? So, es gab darüber sehr viele Diskussionen. Viele wollten diese Akten vernichten und es hat sich dann eine Haltung durchgesetzt, die, wenn man so will, der Weg zum ersten Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland war, nämlich dem Stasi-Unterlagengesetz, in dem man gesagt hat, nein, die Menschen, über die die Akten angelegt worden sind, die sollen in ihre Akten schauen können, die sollen ein Stück ihrer auch ja, geraubten Selbstbestimmung wiederbekommen. Die so, ja, so, ja, und da ist ja das Problem, dass diese Akten zu kompliziert zusammengestellt sind. Das heißt, es gibt keine Akte, wo man sagen kann,
das ist eine Akte nur zu dieser Person, sondern in diesen Akten ist halt sehr viel miteinander verwoben. Im Übrigen im ersten Stasi-Unterlagengesetz-Fassung stand das drin, dass nach 15 Jahren diese Akten gelöscht werden müssen, dass sie das Recht haben, die zu ihnen eingelegten Informationen zu löschen. Aber es hat sich herausgestellt, dass das technisch extrem schwierig umsetzbar ist. So, deswegen ist der Datenschutz äußerst groß geschrieben bei der Herausgabe oder bei der Einsicht von Akten. Das monieren viele. Was denken Sie, wie viele sich bei uns beschweren, weil so viel geschwärzt ist? So, und dann kann ich nur sagen, es ist gut so, dass geschwärzt wird, weil genau das dieser Datenschutz darstellt, der ganz wichtig für die Betroffenen ist, weil halt die Informationen, ob Telefon abhören, ob Spitzelberichte, ob verwandte Wohnungen, halt menschenrechtswidrig gesammelte Informationen sind. Und die müssen dann auch nur dem zugänglich sein, der einen Gewinn für sich haben kann, wenn er in diese Akten schaut. Und der erkennt, wie hat die Stasi in sein Leben eingegriffen. Und ich kann nur sagen, es haben über 2 Millionen Menschen in ihre Stasi-Akten hineingeschaut. Und ich kenne keinen, der es bereut hat. Für die meisten war das durchaus ein Gewinn, zu sehen, wie hat diese Geheimpolizei eingegriffen in ihr Leben. Ich habe jetzt mindestens noch 3 Wortmeldungen, die machen wir jetzt hier drüben erstmal, diesen Teil. Ja. Ein Thema noch, ich sage ehrenhaft, wie Sie sich um den Datenschutz kümmern, aber ich vertrete den Standpunkt, wir haben doch gemeinsam schon verloren. Das ist ja eine Minderheit. Und Sie haben ja mit dem Datenschutz so richtig erstmal, Sie sagten es selber, erst vor 2-3 Jahren angefangen. Ich erinnere daran, da hat sich fast keiner drum gekümmert. Da bin ich, Herr Jahn, das Wort, da bin ich Betroffener gewesen. Das war nämlich 2007, 2008 die Datenschutzaffäre bei Telekom und bei der Deutschen Bahn. So, und da wurde ja geschnüffelt, geht nicht mehr. Der Herr Baum von der FDP war Beauftragter für die Untersuchung. Und da habe ich ihm auch, die ich jetzt wieder stelle, diese Frage gestellt. Was ist denn mit dem eigentlichen Schutz der Privatsphäre, Artikel 13 des Grundgesetzes, Schutz in der eigenen Wohnung, und Artikel 8 der Verfassung der ehemaligen DDR, auch dieselbe Definition, Schutz der eigenen Wohnung. Dass das damals theoretisch war, ist allen klar. Aber wir haben ja heute noch dieses Gesetz. Und dann habe ich ihm zitiert, das tue ich genauso wieder, verdeckte Ermittler, kam in der Berliner Zeitung zu diesem Zeitpunkt der Datenschutzaffären. Ich zitiere, er lauscht in Wohnungen im Auftrage großer Konzernen und staatlicher Stellen. Und das zweite, habe ich auch gefunden, ist noch neueren Datums, 21.12.13. Internetaktivist Jakob Appelpaum sieht sich in Berlin von Geheimdiensten verfolgt. Unbekannte seien in seine Wohnung eingedrungen. Und ich sage ganz deutlich, in meinem Leben, ich wurde ein Leben lang zu DDR-Zeiten beschnüffelt. Da habe ich meine Tests gemacht mit der Wohnung. Und ich mache die auch wieder, diese Tests. Und ich habe da auch Verdächtigung. Danke. Vielen Dank. Bitte, wir sammeln jetzt einfach ein paar Meldungen, die bitte kurz sind, weil wir in den Endspurt gehen. Guten Abend, danke schon für den Vortrag. Mein Name ist Karim El-Assadi. Ich bin Schriftsteller aus dem Irak und lebe in Deutschland seit mehr als 20 Jahren. Ich habe eine Befürchtung, die vielleicht nicht nur eine Befürchtung ist, sondern eine sichere Feststellung, dass Bundesnachrichtendienste arbeiten im Auftrag von anderen Nachrichtendiensten, das heißt nicht für Gunst Bundesrepublik Deutschland. Ich kann ein Beispiel geben. Als Bundesrepublik Deutschland in der Zeit von Bundeskanzler Schröder erklärt hat, dass BRD
hat mit Golfkrieg im Irak nichts zu tun, will nicht teilnehmen. Schriftsteller aus Deutschland, darunter zum Beispiel Günter Grass, haben das gratuliert, haben gesagt, das ist das erste Mal, dass wir fühlen, dass unsere Entscheidung oder die Regierung, unsere Regierung entscheidet souverän. Hat sich festgestellt, dass Bundesnachrichtendienst Informationen im Irak, im Ort der Konflikte, Informationen in CIA geliefert hat. Und darunter ist eine Milchfabrik von Kindern. Das heißt, Kindermilchfabrik bombardiert wurde nach Informationen von Bundesnachrichtendienst, die geliefert nach CIA sind. Diese Sache wiederholt sich auch hier. Das heißt, als Schriftsteller habe ich bemerkt, mit anderen Schriftstellern aus den arabischen Ländern zum Beispiel, dass es Herr Jan eine gewisse Sperre gibt. Das heißt, es gibt kein Gefängnis. Aber für die Menschen, die Gewissen haben und Talent haben und wollen ihr Wort sprechen und nicht beeinflussen lassen, es gibt eine Sperre in den oder im Bereich ihrer akademischen Tätigkeit oder ihrer schriftstellerischen Tätigkeit. Und das ist von verschiedenen Gremien. Das kann nicht Zufall sein. Das heißt, es gibt eine physikalische Theorie, Wahrscheinlichkeit der Rechnung. Es kann nicht sein, dass man von 30 oder 40 Literaturhäuser, Kulturwerkstätte einfach abgelehnt ist und dass jemand, das wenig Talent hat und wenig Können hat, akzeptiert und willkommen. Das hat mit Geheimdienstarbeit zu tun und das ist leider in Deutschland, in Bundesrepublik Deutschland sehr stark. Sie haben eine Rivalität früher, DDR und Bundesrepublik Deutschland. Und immer gibt es einige, die sagen, Bundesrepublik Deutschland war und ist immer besser. Einige sagen anders. Aber hier gibt es jetzt etwas Menschliches, das uns alle angeht. Das heißt, diese Rivalität muss weg sein. Ich kann Ihnen versichern, dass Bundesnachrichtendienste sind auf dem Weg, schlimmer als Stasi zu sein. Danke. Vielen Dank. Bitte hier hinten noch und dann auf die andere Seite. Erstmal den Herrn noch und dann auf den anderen Block bitte umschalten. Ich habe eigentlich nur eine kurze Faktenfrage. Also bisher habe ich gehört, dass Riesen BND-Gebäude, das wir ja in Berlin haben, dient, nach dem, was ich jetzt hier höre, hauptsächlich der Übermittlung von Daten an die CIA. Und wenn es um Abgeordnete in Deutschland geht, dann sind alle Akten geschwärzt. Ich interessiere mich einfach nur als Fakt dafür, wer hat denn Zugriff auf diese Daten? Also wer benutzt diese Daten und wer sind die Personen? Oder wissen Sie das? Wer sind die Personen, die unbeschränkten Zugriff dann auf die Daten haben, wenn es nicht die Abgeordneten sind? Wer sind eigentlich die Personen, die von diesen unglaublich vielen Menschen den Nutzen haben? Also wer benutzt die Daten? Eine kurze Antwort genau auf diese Faktenfrage. Ich denke, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen hat die BND-Akten noch nicht, aber das wird vielleicht noch, sollte noch kommen. Bitte, Malte. Wäre vielleicht auch eine Aufarbeitung nötig. Also vom Verfahren her ist es so, der BND hat Aufgabenbereiche, wo er überwachen darf und diesen Auftrag kriegt er von der Bundesregierung / Kanzleramt, als er jetzt mal zuständige Aufsichtsbehörde und da steht dann drin, wir überwachen folgende 25 Staaten und folgende Personengruppen. Erstmal total abstrakt. Und dann setzt der BND da an zu schauen, wie kann er über diese Staaten zum Beispiel Informationen zusammentragen und sagt sich dann, okay, wir haben einen Aufgabenbereich, ist zum Beispiel Pakistan, Afghanistan, schauen, wo können wir dort Internetdaten abfangen. Das ist dann zum Beispiel bei irgendwelchen Internetknotenpunkten in
Indien oder in Hongkong und versuchen dann dort Daten aus diesen Staaten abzufangen und auszuwerten. Und die Auswertung findet dann statt, wie eben schon quasi dargestellt, anhand von anhand von Schlagwörtern, anhand von technischen Informationen, wie zum Beispiel Aufenthaltsorten und. Und diese Daten werden dann im BND in der Regel ausgewertet, werden, was interessant ist, wird so eine Akte angelegt, wird dann übersetzt richtig, wird quasi eine kurze Protokollnotiz angelegt und gleichzeitig werden solche Daten auch zum Teil komplett, zum Teil aber auch nur eingeschränkt, erstmal unausgewertet an andere Partnerdienste weitergegeben. Also aus dem Grunde will ich Ihrer Aussage überhaupt nicht widersprechen, dass ja. Ja, natürlich. Nö. Die sagen sogar ganz explizit den Zeugen aus dem BND, jetzt wir hatten ja vorletzte Woche die Datenschutzbeauftragte dort vom BND oder im vergangenen oder in der vergangenen Woche jemand, der für die technische Aufklärung, die kriegen vorher einen Brief, wo ihnen gesagt wird von der Hausleitung in Absprache mit dem Kanzleramt extra, worauf sie gar nicht antworten dürfen. Sprich, sie kriegen nicht eine Zusage, sagt aus, so seid ihr ja Zeuge vor den Abgeordneten, sondern sie kriegen sie kriegen einen Maulkorb und wenn sie dann doch aussagen, haben sie halt nachher ein Problem. Es gibt dann noch eine Unterscheidung, will ich auch fairnesshalber sagen, was dürfen sie intern sagen, nur vor den Abgeordneten und was dürfen sie sagen, wenn auch Publikum anwesend ist, aber es gibt Bereiche, wo dann die Leute überhaupt nichts sagen dürfen. Und wie gesagt, das Kanzleramt ist zuständig für den Auslandsbereich und das und Herr de Maizière ist zuständig für den ganzen Inlandsbereich, sprich Verfassungsschutz. Und das wären letztendlich die beiden Stellen, wenn man sagt, wir wollen hier mehr Aufklärung, wir wollen hier mehr Transparenz, wo man ansetzen kann und da die entsprechenden Forderungen einleiten kann. Und dann, wie die Daten dann zum Teil in der Bundesrepublik ausgewertet werden. Also ich weiß aus vertrauenswürdigen Hintergrundgesprächen zu dem Buch, dass wenn der BND Kommunikation abfängt aus Pakistan nach hier. Keine Ahnung, irgendein Freund aus Hamburg von einem Pakistani und die E-Mailen, die telefonieren und da sind irgendwelche Ansatzpunkte. Dann gibt der BND, obwohl das Daten aus der Auslandsaufklärung ist, weiter an den hiesigen Verfassungsschutz. Das ist so. Und das findet zum Teil auch statt, auch bei Deutschen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also da schützt auch die Staatsbürgerschaft nicht. Und wie gesagt, wenn Daten interessant sind, werden sie weitergegeben und ausgewertet. Bitte hier vorne auf der anderen Seite, der Herr mit dem weißen Hemd und dann gehen wir so nach hinten vor. Ja, ich würde mich gerne nicht so sehr auf diese vielen Missstände stürzen wollen und die alle aufdeklinieren, weil ich denke mir, da kommen wir nicht weiter. Ich möchte es lösungsorientierter sehen. Deswegen, ich hätte gerne ein Idealbild, was ich formulieren wollte, was ich für lebenswert halte. Und ich würde mir gerne wünschen, wenn Herr Jahn und Frau Domscheit-Berg mir dazu sagt, was Ihnen an diesem Idealbild fehlen würde oder was Sie für inakzeptabel eben halten. Also ich habe nichts dagegen, und da greife ich den Satz von Herrn Jahn auf, ich habe nichts dagegen, ausspioniert und eingesperrt zu werden. Vorausgesetzt, dass wenn sich herausstellt, dass es sich dabei um einen falschen Verdacht gehandelt hat oder ungerechtfertigte Maßnahme gehandelt hat, dass ich im Nachhinein dafür zeitnah eine Entschädigung vom Staat dafür bekomme, die angemessen ist. Und dass ein Staatsdiener, der das verzapft hat, dass ich den am Wickel kriege,
wenn ich feststelle, dass es vielleicht sogar aus irgendwelchen niederen Beweggründen sozusagen gegen mich vollzogen hat, dass man diese Person zusätzlich sanktioniert, der im Staatsdienst tätig ist. Frage an Sie, ich kann damit leben. Wie geht's Ihnen? Gleich Antworten darauf und dann geht es dann drüben weiter. Aber erstmal bitte die Antwort von. Na, ich hätte, also mein Idealbild hätte noch ein paar mehr Anforderungen. Ein Grundfehler, den wir tatsächlich im System haben, ist die mangelnde Transparenz, dass also nicht nur jemand, der überwacht wird, nicht informiert wird, sondern selbst dann, wenn die Überwachungsmaßnahme abgeschlossen wird, und zwar finde ich, unabhängig davon, ob sie jetzt begründet war oder nicht, dass man anschließend darüber informiert wird. Das findet nicht statt. Das sollte aber stattfinden. Was auch nicht stattfindet, das würde ich mindestens noch ergänzen, ist, dass Daten gelöscht werden, so wie es mindestens bereits vorgeschrieben ist. Bei Funkzellenabfragen zum Beispiel sagt das Gesetz, dass sie direkt nach der Kenntnisnahme dieser Daten sofort zu beseitigen sind. Und der Landesdatenschutzbeauftragte für Berlin hat es mal für so 1-2 Jahre überprüft und kam zu dem Ergebnis, in 90% der Fälle wird nichts gelöscht. Und das ist Funkzellenabfragen sind ein besonders schlimmer Eingriff in die Privatsphäre, weil in der Natur der Sache liegt. Das ist also ein Feststellen, welche Menschen befinden sich alle in einer bestimmten Funkzelle. Deswegen liegt da eigentlich gesetzlich die Hürde sehr hoch. Das soll also nur bei wirklich schlimmen Verbrechen passieren, bei Angriffen, internationale Gefahr, bei Gefahr für den Staat und sein Fortbestehen und bei Gefahr für Leib und Leben. Eine Funkzelle ist eine so eine Mobilfunkzelle. Also da gibt es ja immer so Masten, die eine bestimmte Reichweite haben. Und eine Zelle ist ein bestimmtes räumlich abgegrenztes Gebiet, das eine Reichweite hat für Mobilfunksignale. Und dann, wenn man die Grenze überschreitet, kommt man in die nächste Funkzelle. Das ist also ein Ortsmerkmal, wo man sich mit seinem Handy befindet. Und nur um das mal einzuordnen, es gibt ja immer eine Ortszeitverbindung, die mein Handy irgendwo hinmeldet, ne? Anke befindet sich jetzt hier in dieser Zelle zu diesem Zeitpunkt. Mit meinem Handy weiß das. Ne? Meldet das irgendwo hin. 4 solcher Datenkombinationen reichen in den meisten Fällen, um einen Mensch eindeutig zu identifizieren. Wenn man 11 Datenpunkte hat, dann sind es praktisch alle. Man braucht 12 Datenpunkte für eine eindeutige Identifikation eines Fingerabdrucks. Das heißt, nur die Kombination von Ort und Zeit des Aufenthalts meines Handys ist eine eindeutigere Identifikation meiner Person als mein Fingerabdruck. Das wissen viele gar nicht. Deswegen macht das Sinn, die Latte für Funkzellenabfragen, also wer ist in welcher Zelle wann, sehr, sehr hoch zu hängen. Und in 6% der Fälle im Land Berlin, der gleiche Bericht von dem Landesdatenschutzbeauftragten, hat man sich an diese hohe Hürde gehalten. 94% der Fälle waren irgendwas anderes. Zum Beispiel Taxifahrer 100 € geklaut. Versuchter Handtaschenraub. Ein Auto brannte und am Nachbarauto entstand 100 € Lackschaden. Muss man sich mal überlegen. Für solche Fälle werden von hunderttausenden Menschen die Rechte verletzt, weil so viele befinden sich im Schnitt in einer Berliner Zelle. Und dann werden sie noch nicht mal gelöscht, obwohl es sogar vorgeschrieben ist. Das heißt, die Vorschriften müssen härter werden, inklusive die Sanktionen, die Sie benannt haben. Sie müssen aber vor allem einfach mal eingehalten werden. Und es muss Sanktionen geben, immer dann, wenn das nicht passiert. Nicht nur in dem Fall, wo Sie ungerechtfertigt überwacht wurden, sondern auch immer, wenn diese Rechte nicht eingehalten werden. Und es gibt nicht einen Fall, wo es da Sanktionen gegeben hat. Noch eine Antwort darauf, die weitergeht als das, was... Nein, das ist schon... Regeln einhalten, naja. Es ist schon sehr gut gesagt worden, aber darum geht es ja. Natürlich muss man immer noch unterscheiden, was für ein Delikt, ist ja auch hier angesprochen worden, was für ein Delikt dahinter steht, wenn jemand Konsequenzen auch mit Freiheitsentzug tragen muss. Ich saß im Osten und im Westen im Knast. So, und im Westen war es, weil ich... einen Raketenstützpunkt der Amerikaner blockiert hatte 1983. So, das hat mir auch zur Folge gehabt, dass ich nicht in die USA einreisen durfte und hat zur Folge gehabt, dass ich Tagessätze zahlen musste, die ich nicht gezahlt habe und deswegen ins Gefängnis gekommen bin. So,
dass der Vorteil war, dass ich mich öffentlich dagegen wehren konnte, dass ich mich juristisch wehren konnte. Und am Ende hat das Bundesverfassungsgericht diese ganzen Nötigungsverfahren, die stattgefunden haben, aufgehoben. So, und ich habe eine Entschädigung bekommen. So, in der DDR war es ein bisschen anders. Ja, dort saß ich wegen meiner Meinungsäußerung. Ja, dort hat mir nichts genützt, dass die Meinungsfreiheit in der Verfassung stand, sondern ich wurde aus dem Verkehr gezogen, weil die Stasi es so wollte. Das ist halt der große Unterschied. Trotzdem betone ich nochmal eins, gerade weil es hier so angesprochen worden ist, was alles aufgezählt worden ist, wo wir hier alle nicht zufrieden sind. Ich stimme bei all den Kritikpunkten vollkommen überein. Was hier teilweise stattfindet, gefährdet unsere Demokratie. Aber eins sage ich auch, wir sind herausgefordert, es zu ändern. Demokratie ist so lebendig wie das Volk selbst. Und das ist das Entscheidende. Und da ist der Bezug. Wir haben es geschafft, eine Geheimpolizei wie die Staatssicherheit, deren Tätigkeit zu beenden, abzuschaffen. So, und das haben Menschen geschafft. Es hat eine erfolgreiche friedliche Revolution stattgefunden, wo vorher 40 Jahre Diktatur da waren und die Menschen ja in vielen Jahren nicht dran geglaubt haben, dass sich was ändert. Und deswegen habe ich den Glauben, dass wir mit den Instrumenten der Demokratie es schaffen werden, mit der Freiheit, die wir uns einfach nehmen, es schaffen werden, auch die Probleme hier in diesem Lande irgendwo in den Griff zu kriegen. Das war schon das zweite Schlusswort für heute, deswegen noch die Wortmeldung dort und hier vorne dann. Wir machen sie einfach im Block jetzt und bitte um Kürze. Einfach weiterreden. Justizminister Heiko Maas hat gesagt, er wollte jetzt ein Verbandsklagerecht für Datenschutzverbände vielleicht einführen. Also im Umweltbereich gibt es das ja schon, weil die Umwelt selber sie nicht so gut klagen kann. Und beim Datenschutz weiß man ja auch nicht, ob man betroffen ist. Erstens, ist das eine gute Idee? Und zweitens, wenn ja, was für Anforderungen müsste man an so ein Verbandsklagerecht politisch stellen, damit man auch sagt, das ist jetzt auch vernünftig eingeführt worden? Wir sammeln, heben das für die Schlussrunde auf. Bitte Sie, ja, genau. Und dann noch die hinten, die beiden und hier vorne. Herr Jahn, sind ja jetzt selber in der Behörde. Bei dem Vorgänger, Herr Gauck, wurde ja der Vize vom Bundesverfassungsschutz ihm beigestellt als Vize dieser Behörde. Und damals sprachen etliche unabhängige Bürgerrechtler von einem gewissen Geschmäckle, so vergleichbar wie in den 50er Jahren, Stichwort, dass man also auf das Herrschaftswissen aus der Nazi-Zeit eben angewiesen ist, Stichwort Globke und andere. Und bis heute fehlt zu diesem Geschmäckle eine Aussage von Herrn Gauck, wie er halt mit diesem Geschmäckle Herrn Geiger quasi neben sich zu haben, quasi als Vize. Wie würden Sie das betrachten, als jemand, der bisher bekannt ist, dass er eben sich nicht als Bürgerrechtler den Westparteien zugeordnet hat, entsprechend mitgliedschaftmäßig? Würden Sie diese Kritik oder sagen wir mal diese Forderung, die damals unabhängige Bürgerrechtler gestellt haben, sich zumindest zu äußern, wie er damit umgegangen ist, als Mindestvoraussetzung, um daraus entsprechend auch Schlüsse ziehen zu können? Oder wie würden Sie darauf heute reagieren? Wir sammeln und nehmen bitte noch die beiden Herren dort hinten und die Kollegin hier vorne dran. Meine Frage, ist das an? Ja, geht an Herrn Jahn. Ihr Optimismus in allen Ehren, dass Sie sagen, der Unterschied zwischen früher und heute ist, wir sind hier in der Demokratie und können uns ja Veranstaltungen wie diese hier leisten und können offen Kritik äußern. Ehrlich gesagt, vielleicht bin ich jetzt Pessimist. Ich sehe nicht, dass das was bringt momentan. Ich glaube nicht, dass, oder Sie sagen ja auch, wir haben es geschafft, die Stasi abzuschaffen. Sehe ich ganz anders. Da wurde ein System gestürzt und damit die Stasi. Ich habe nicht gesehen, oder vielleicht fehlt mir jetzt auch Geschichtswissen, dass wir jetzt alle irgendwie es geschafft haben, die Stasi damals zu stürzen. Ich sowieso nicht, ich bin zu jung. Und ich sah auch mal irgendwie gefühlt hunderttausende Menschen demonstrieren vor Jahren vom Alex zum Bundestag. Heute sind es erheblich weniger. Ich selber beim letzten Mal ehrlich gesagt auch nicht mehr. Akten werden geschwärzt herausgegeben und
mir fehlt da momentan sehr der Glaube, dass da überhaupt was machbar ist, wenn vom Bundeskanzleramt immer wieder gesagt wird, ja, ups, sagen wir nicht zu, sorry. Und alle, die ich kenne, sind ein bisschen pessimistisch inzwischen. Glauben Sie das wirklich, dass wir das hinkriegen? Also, möchte ich mal so gefragt haben wenigstens. Dann habe ich hinten noch eine Wortmeldung gesehen. Ja. Wir haben jetzt über die Überwachung durch Staat und Geheimdienste gesprochen. Wir werden aber auch durch große Konzerne überwacht, wo Daten gesammelt werden. Von da, also ich spreche jetzt von Google, Amazon und Obi und so weiter, ja, Kundenkarten. Sehen Sie, dass aus dieser Ecke auch eine Gefahr für Freiheit und Sicherheit auf uns zukommen könnte, von der wir momentan noch gar nicht so recht eine Vorstellung haben? Dann bitte noch hier vorne. Ja, Entschuldigung, die eine Bemerkung kann ich mir erstmal vorab nicht verkneifen. Ich bin ja froh, dass ich quasi als Schlusslicht in der Runde heute als einzige Frau aus dem Publikum hier spreche. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal ja auch noch ein bisschen gemischter. Das fände ich auch ganz großartig. Trotzdem muss ich ein bisschen auch mit in die quasi pessimistische Kerbe von dem wahrscheinlich ungefähr Altersgenossen von mir schlagen und finde auch, dass wir einen ganz wichtigen Aspekt in der gesamten Debatte über DDR, BRD oder Diktatur versus Demokratie oft vergessen aus meiner Sicht, und ich war zur Wende erst 9, aber habe mich trotzdem auch in den letzten Jahren immer wieder stark mit dem Thema auseinandergesetzt, ist es ja schon so, bei allem, was man eben auch sagen kann, die Stasi wurde gestürzt und so weiter, wurde denn tatsächlich die Stasi gestürzt oder ging es viel, nicht den Menschen und Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern, die hier im Saal sitzen, nicht Ihnen auf dem Podium, nicht dir, ging es nicht vielen in der Bevölkerung, die sich angeschlossen haben, auch jedenfalls in starkem Maße um was anderes, nämlich um einen quasi Systemwechsel und um Bananen und um eine Reisefreiheit, wo es aber nicht darum ging, eingesperrt zu sein, einer Diktatur unterworfen zu sein, sondern ich will da auch mal hin. Und ist das nicht ein Problem, was wir die ganzen Jahre auch in den Debatten um Datenschutz und um Freiheit und so weiter vergessen haben? Ist das nicht auch ein Problem, was wir jetzt sehen, egal ob wir da über Kobani reden oder über sonst was, alles, was weit genug weg ist, betrifft uns in gewisser Weise nicht, weil es unsere persönliche Freiheit erstmal nicht einzugrenzen scheint. Wenn es dann aber näher kommt, dann ist es plötzlich gefährlich. Dann sind vielleicht auch Leute bereit, irgendetwas dagegen zu tun. Aber geht es da nicht immer wieder um die eigene Haut und um das eigene, auch sozusagen kapitalistische Wohlergehen und gar nicht so sehr um dieses, was ich ja sehr unterstütze, ich nenne es mal Weltfriedens positiv optimistisch sei Dings, was ich mir auch beibehalten möchte. Für mich ist das im Moment ein großes Thema, was auch dazu geführt hat, dass ich mich politisch stark zurückgezogen habe. Und ich würde es toll finden, wenn es da sozusagen, also wenn man das einerseits in der Debatte nicht vergisst, aber wenn es darauf auch eine Antwort gibt, die eben hilft, Leute weiter zu motivieren, dabei zu bleiben. Denn wir sind eben hier eine Minderheit, wie Sie es, glaube ich, gesagt haben, aber wir bewegen ja auch was. Vielen Dank für die Wortmeldungen. Das dauert jetzt nochmal 2 Stunden, das zu beantworten. Nein. Schaffen das in 2 Stunden? Ja, klar. Super. Wir haben auch den Plan dafür, jedenfalls Malte hat den Plan. Malte ist Politiker, deswegen wird das, denke ich mal, funktionieren. Vielleicht einfach, fangen wir mit Anke Domscheit-Berg an. Zu welchen Punkten möchtest du noch was sagen? Ich möchte auch zu dem iranischen Schriftsteller noch was sagen. Kurzzeitgedächtnis. Aber für die Sache ist das ja ein und für sich egal. Ich glaube auch, dass Geheimdienste untereinander eine höhere Loyalität haben als gegenüber dem Staat, für den und dessen Volk vor allem sie eigentlich arbeiten sollen. In der heutigen Zeit einer digitalen Gesellschaft spielt auch das Konzept von Inländern und Ausländern gar keine Rolle mehr, weshalb es so komplett absurd ist und geradezu hirnrissig, dass fast alle Nationalstaaten in ihren Datenschutzrichtlinien so genau zwischen Inländern und Ausländern unterscheiden. Was da nämlich passiert, ist, dass die Geheimdienste munter über die ganzen Ausländer rumspionieren und dann gehen sie so auf den grauen Markt mit den anderen Geheimdiensten und tauschen ihre Datenbanken aus. Und dann haben sie auch alle die Inländerdaten, ganz legal, im Prinzip legal. Faktisch wissen wir, dass im NSA-Untersuchungsausschuss auch von mehreren Sachverständigen, und zwar aller Parteien, benannt worden
benannt worden sind, dass die festgestellt haben, dass der BND das Grundgesetz verletzt, weil das Grundgesetz nicht unterscheidet zwischen Inländern und Ausländern. Und zwar nicht nur in Artikel 1, wo steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht ja nicht, die Würde des deutschen Staatsbürgers ist unantastbar. Es steht auch bei den anderen Gesetzen nicht dabei. Das heißt auch, dass Gesetz, das Privatsphäre oder der Artikel, der Privatsphäre schützt, meint auch Ausländer. Und dann ist es ein Rechtsbruch, wenn Daten gegeben werden in andere Geheimdienste, die dann dazu dienen, zum Beispiel Oppositionelle zu verfolgen. Und daran sollte sich ein deutscher Geheimdienst auf gar keinen Fall überhaupt jemals beteiligen. Und ein anderer Aspekt, der mir hier auch wichtig ist, ist, Deutschland ist ja nicht nur ein riesen Waffenexporteur, und rein theoretisch dürfen wir ja in Bürgerkriegs- oder Kriegsgebiete nichts exportieren. Neuerdings gilt das nicht mehr. Aber theoretisch gilt das. Aber Spionagesoftware, die benutzt wird, um Bevölkerung zu kontrollieren, ist für mich heute eine Waffe und gehört unter das Waffenkontrollgesetz. Und es gehört ein Exportverbot über solche Spionagesoftware, die nämlich das ermöglicht, dass nicht nur deutsche Geheimdienste rumspionieren, sondern auch in ihrem Heimatland die dortigen Geheimdienste deutsche Waffen, also solche Spionage- und Auswertungssoftware, benutzen, um ihre eigene Bevölkerung zu drangsalieren. Also das, finde ich, sollten wir wirklich erreichen, dass das nicht passiert. Aber bei Erreichen bin ich bei, ich will nicht zu allen Punkten was sagen, wir können ja uns auch ein bisschen aufteilen, aber ein Punkt, der kam jetzt an zwei Stellen, nämlich diese Pessimismus-Optimismus-Geschichte. Können wir überhaupt was ausrichten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe mein Buch aus genau dem Grund geschrieben. Das hat nämlich in Teil 1 die Perspektive Mauerfall und was haben wir damit gemacht und so weiter. Und für mich die wichtigste Erkenntnis meines Lebens bestimmt bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Nämlich selbst unwahrscheinlichste Veränderung ist möglich. Sie passiert nicht von alleine, sie passiert auch nicht immer, aber wir wissen nicht, wann es passieren kann. Sie hat aber mindestens eine Voraussetzung, nämlich möglichst viele Menschen machen mit und glauben daran. Hätten wir damals aus Angst das nicht getan, gäbe es vielleicht die DDR immer noch. Vielleicht wäre sie auch komplett pleite gegangen, wer weiß das schon, ja. Aber auf jeden Fall gab es den Mauerfall und das Abschaffen der Stasi. Und ich glaube, das war, und ich war ja dabei, das war von uns ein ganz, ganz wichtiges Ziel ganz weit oben. Das waren gar nicht die Bananen, weil wir überhaupt nicht dachten, dass die Mauer fällt. Wir haben gekämpft für demokratische Veränderungen und haben erwartet, dass sich das noch 20 Jahre zieht und dass wir um jede kleinste Veränderung ringen müssen. Kein Mensch hat überhaupt am Mauerfall gedacht. Das sollte man heute nicht vergessen. Aber man muss das einfach machen. Und ein Zitat habe ich von Alice Walker geklaut, mit Referenz natürlich, in mein Buch vorne reingestellt. Das ist ganz wichtig. Das heißt nämlich, der häufigste Grund, warum Menschen Macht abgeben, ist, weil sie glauben, sie haben keine. Und der Grund, warum sie zum Beispiel nicht mehr zur Demo gehen, ist, weil sie glauben, es bringt nichts mehr. Und weil so viele Menschen das glauben, gehen so wenig hin und genau deshalb bringt es nichts mehr. Wenn wir heute wieder 100.000 Menschen werden oder 1 Million wie damals auf dem Alex, würde es was verändern? Und eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann, ich rödel mir da einen ab, ist, wie verändert man es? Wie bringt man wieder Menschen daran zu glauben, dass Veränderung möglich ist, dringlich ist, dass es uns persönlich betrifft, dass es gefährlich ist und dass wir deshalb auf die Straße müssen? War auch so eine Change.org-Petition, ja, ich habe es gemacht und angestoßen, aber die bringt nicht viel. Was bringt, sind diese 100.000 Menschen auf der Straße? Nein, es ging nicht nur um Bananen, das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. Was es damals einfacher gemacht hat für uns, war, dass wir eine Vision hatten von einer besseren Welt. Wir wussten, was wir nicht nur, was wir nicht wollten, sondern auch, was wir anstelle dessen wollten. Was uns heute fehlt, ist eine alternative Vision dafür, weil heute haben wir ja die Demokratie und sie funktioniert trotzdem nicht. Was wollen wir denn alternativ anstelle Demokratie? Sozialismus ist es nicht. Kapitalismus funktioniert offenbar auch nicht. Was ist unsere neue Vision? Dieses Loch müssen wir füllen. Und wenn die kleine Antwort ist, die Demokratie ist halt kaputt gegangen, also müssen wir sie fixen. Es ist immer noch die gleiche Vision, sie ist nur nicht mehr richtig in der Praxis. Das ist eigentlich Grund genug. Aber da müssen wir schon alle mitmachen. Und nur pessimistisch sein und nicht mehr demonstrieren ist es nicht. Du musst mitmachen. Tut mir leid. Äh,
kann ich vieles unterschreiben, außer ich wollte, dass die Mauer fällt und ich habe auch daran geglaubt. Natürlich gab es Leute, und die gibt es auch immer, die ganz einfache materielle Interessen haben. Aber auch das gehört zur Freiheit. Es gibt ein Recht auf Bananen sozusagen. Es gibt ein Recht sozusagen dorthin zu gehen, wo man die Banane ernten kann und sonst wie. Am Ende geht es für mich immer um Menschenrechte. Das ist für mich der Konsens. Über den Rest können wir uns streiten und wollen wir uns streiten und sollen wir uns streiten. Aber Menschenrechte ist das, was die Grundlage ist, dass wir ja menschengerecht miteinander leben. So, und das ist das, wo ich dran glaube, wo ich auch dran glaube, dass es immer wieder eine Kraft gibt, dass Menschen sich auf Dauer nicht unterdrücken lassen. So, und das kann lange, lange dauern. Und das ist, wenn ich Irak angucke, wenn ich aber auch Iran angucke oder sonst was, diese ganzen Länder, das ist doch schrecklich, alles anzusehen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es auf Dauer wirklich einen Weg geben muss, ja, weil Menschen sind geboren, um frei zu sein. Menschen sind geboren, um Mensch zu sein. Und das ist die Herausforderung. Und daran glaube ich, dass wir das irgendwie trotz Rückschläge auf den Weg bringen. Ich versuche noch die zwei, drei spezifischeren Fragen kurz zu beantworten und dann nochmal ein, zwei von den allgemeineren Anmerkungen. Ich glaube, ich schreibe sogar irgendwo im Buch, dass ich dieses gemeinsame Klagen für den Datenschutz extremst hilfreich finde. Weil ich habe zweimal quasi oder einmal für meinen Datenschutz und einmal für meine Informationsfreiheit geklagt. Das ist jedes Mal immer ein Riesenaufwand. Also sowohl finanziell, organisatorisch und. Und ich war in der komfortablen Situation, solche Schritte eingehen zu können. Und ich bin heute stolz, dass ich bei mir im Büro einen Aktenordner habe, wo drauf steht, Spitz gegen die Bundesregierung Deutschland. So, das werde ich mir auch die nächsten 50 Jahre aufbewahren. Sollte aber eigentlich jeder von uns mal haben, so einen Aktenordner, weil das nicht genau zeigt, dass man seine Rechte wahrnimmt. Also aus dem Grunde, ja, Sammelklagen bzw. Gruppenklagen halte ich für sinnvoll. Ich glaube, wir müssen sie an unterschiedlichen Stellen anwenden können, sowohl gegenüber staatlichen Praktiken, so wie es auch im Umweltrecht vorgesehen ist, schon im Verfahren, sage ich jetzt mal, auf bestimmte Punkte hinzuweisen, aber auch wirklich, auch wenn ich keine amerikanischen Verhältnisse will, beim Rechtsstaat auch gegenüber Unternehmen anwendbar einfach zu haben. Also auch sowohl im Zivilbereich, dass Leute sagen können, so schließen wir uns hier zusammen mit 20 Leuten, 200 Leuten, 2000 Leuten und wir klagen zusammen gegen Praktiken von Unternehmen. Und da auch den Punkt, der auch als Frage aufkam, beziehungsweise als Hinweis, der Staat speichert heute viel weniger, als er eigentlich könnte, weil es für ihn viel zu aufwendig ist. Staatliche Stellen speichern das, was für sie zwingt ist. Sie hatten es ja vorhin ausgeführt, das sind die Akten im Einwohnermeldeamt, die Akten, wenn man, keine Ahnung, einen Kita-Gutschein beantragt. Aber es gibt total viele Datenspeicherungen, wo es theoretisch der Staat vielleicht auch irgendwie Daten speichern könnte, wo er sagt, ich brauche es gar nicht, weil es machen andere für mich. Das macht die Deutsche Telekom, das macht die Krankenkasse, das macht die Fluglinie, das macht die Bank und. Da gibt es ganz viele Stellen, die auch zum Beispiel überhaupt nichts zu tun haben mit dem Internet, weil wir denken ja immer nur, Daten werden im Internet gespeichert, aber die Datenspeicherung findet heute auch bei diesen ganz alltäglichen Dingen statt, sondern sie werden gespeichert von Firmen, von Dritten, von privaten Akteuren und die staatlichen Stellen haben halt darauf einen Zugriff und sie bauen sich diesen Zugriff aus und die Hürden, die eigentlich mal angesetzt waren, wir hatten es ja eben beim
Beispiel Funkzellendaten werden entweder abgesenkt, sind überhaupt nicht vorhanden oder werden einfach ignoriert. Also wer sieht, wer sich die Zahlen anschaut, wie häufig im Jahr von Sozialämtern Kontodaten abgefragt werden, um halt zu schauen, sind die Angaben wirklich beim Hartz-IV-Antrag in Ordnung? Das sind Hunderttausende im Jahr, wo Sozialbehörden abfragen. Ich werde es auch noch mal sehen, wer hat wo welches Konto, welcher Freibetrag ist darauf eingetragen, haben noch andere Leute darauf Zugriff, wo man ja sagen könnte, okay, das ist sinnvoll, um den Sozialbetrug quasi zu verhindern. Ja, stimmt, aber ich muss das nicht 100.000 Mal als quasi Standardverfahren implementieren. Also ich glaube, es gibt da so total viele Sachen, wo die Datenspeicherung bei Unternehmen stattfindet, wo staatliche Stellen darauf zugreifen, und es findet auch an ganz häufig statt, weil wir unsere Daten oder unsere Selbstbestimmung eintauschen gegen diesen kleinen Vorteil. Ich sage immer, oder laut den Zahlen hat jeder sechste volljährige Deutsche eine Payback-Karte. Wenn ich frage bei Veranstaltungen, hat jemand eine Payback-Karte, zeigt überhaupt niemand auf, weil sich jeder irgendwie dafür irgendwie schämt, vermutlich. Aber es ist genau dieser Ansatz. Wir geben für eine Bratpfanne im Jahr unsere informationelle Selbstbestimmung auf. Wir legen bei jedem Einkauf, bei Karstadt oder bei Rewe oder ich weiß nicht was, diese Karten vor, weil wir glauben, wir kriegen dafür mal 20 Euro extra geschenkt oder wir kriegen mal hier was extra oder wir kriegen halt am Jahresende die Bratpfanne wirklich zugeschickt, ohne zu wissen, beziehungsweise um unter der Inkaufnahme, dass haargenau abgespeichert wird, welches Klopapier habe ich wann wo gekauft. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Jeder darf wissen, welche Klopapiermarke ich benutze. Aber es ist halt unser Alltagsleben, was da abgespiegelt wird. Wann kauft man das ein? Wann kauft man das ein? Wo einfach viel genauer abgespeichert wird, wer wir sind, wie wir leben, feiern wir, weil an solchen Tagen kaufen wir mal eine Flasche Sekt. Gibt es einen Grund zu feiern, ist dann auch auf einmal spannend. Also zu sagen, genau diese Daten sind es, die in Zukunft viel stärker gegen uns verwendet werden und wo wir dann auch ausgeschlossen werden, wo, glaube ich, Unternehmen uns vom Alltagsleben ausschließen werden. Wo denn zum Beispiel? Ich kann ein Beispiel nennen, wer bei einer Hotline anruft. Je nach Kaufkraft des Vorwahlgebietes, also ich sage jetzt mal so ein total plattes Beispiel, München gegen Hoyerswerda. München wartet eine Minute in der Hotline, Hoyerswerda 10. Ist so. Oder wenn man im Internet einkauft, dann hat man häufig, ich bestelle das, pack's ins Warenkorb, gebe ein die Anschrift und bekomme auf der Folgeseite angezeigt, wie ich bezahlen kann. Total simple Sachen. In dieser halben Sekunde, wo wir von der Seite 2 auf die Seite 3 klicken, wird unsere Anschrift ausgewertet und gesagt, diese Person wohnt in einer Straße, da ist der Ausfall von Zahlungen extremst hoch. Diese Person darf jetzt nur noch, weil sie in Sippenhaft genommen wurde, darf sie jetzt nur noch per Vorkasse bezahlen. Oder sie darf nur per Nachname bezahlen. Rechnungszahlung ist gar nicht mehr möglich. Jetzt kann man sagen, gut, das ist halt so, ist ja nicht so schlimm. Aber es werden natürlich dadurch auch Entscheidungen in seinem Leben verbaut. Wenn junge Menschen aus Neukölln nicht mal mehr 10.000 Euro Kredit aufnehmen können, weil sie halt dort wohnen und dort aufgewachsen sind, wo sie wohnen und aufgewachsen sind, weil dort einfach die Zahlungsbereitschaft so klein ist, weil sie sagen, ich bräuchte aber eigentlich 10.000 Euro, weil ich will mich selbstständig machen. Kriegen sie nicht, weil ihre Daten sagen, schlechter Wohnort. Also ich will nur sagen, wir haben jetzt heute sehr viel über Staat
und Eingriff gesprochen. Wie kann der Staat unser Leben eingrenzen? Aber ich glaube, wir werden in Zukunft auch noch stärker als heute sehen, wie auch Unternehmen in unser Leben eingreifen. Und wie wir auch da dann überlegen, wie wir eigentlich kommunizieren, was wir wo einkaufen, weil wir werden ja auch dabei irgendwie überwacht. Und das ist ein Punkt, wie gesagt, wo ich eine Sorge habe, dass wir das ignorieren und gleichzeitig aber auch auf die Pessimisten geantwortet, ich da eine riesen Chance drin sehe, weil da wird es auf einmal wieder angreifbar. Die ganzen Enthüllungen der vergangenen 18 oder 17 Monate, da bin zum Teil ich mittlerweile schon abgestumpft. X-Keyscore, Prism, Tempora, Eukonal. Ja und, also da sind noch irgendwelche Schlagworte und 500 Millionen Daten hier, 50 Milliarden dort, Daten dort, hier 2 Jahre Speicherung, hier unendliche Speicherung. Also das ist alles wichtig und total erschreckend, aber ich glaube für ganz viele in unserer Gesellschaft ist das total fern, weil sie halt nicht wie vor 30 Jahren jetzt gerade die Angst haben, abgeholt zu werden, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und da glaube ich zu zeigen, dass man dort diesen Aufschrei, wir wollen Selbstbestimmung erhalten. Wie gesagt, haben wir jetzt ja viel gesprochen, dass unsere Demokratie dort ein bisschen lebendiger werden muss und wir dort auch die Veränderungen einfordern müssen. Wie gesagt, da habe ich wiederum eine Hoffnung, dass wenn man es aufzeigt, wo solche Praktiken im Alltagsleben, wo wir vielleicht an jeder einzelnen Frage sagen würden, ist doch in Ordnung, es ist doch nicht schlimm, wenn ich 8 Minuten extra warten muss in der Hotline. Aber wenn man all diese Punkte zusammenreiht, sagt man, ich werde ausgeschlossen, ich kann nicht mehr teilhaben und, dass man dadurch vielleicht auch eine Bewegung anstößt, zu sagen, wir wollen wieder informationelle Selbstbestimmung leben, sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber Unternehmen. Im Schlusswort von Malte Spitz habe ich mir gedacht, wann kriegt er die Kurve aus der Pessimismus-Ecke wieder raus? Er hat es geschafft. Wir haben heute oder haben versucht zu reden darüber, hilft der Blick auf Stasi und SED in der aktuellen Auseinandersetzung um Datenschutz, Bürgerrechte weiter? Ich glaube, hier gibt's für mich gibt es ein klares Nein. Aber der Blick auf die Demos aus dem Jahr 89, aus dem Herbst, Plauen, Leipzig, Berlin, ich glaube, diese Demos helfen uns weiter, indem wir darauf gucken, auf das Engagement gucken. Und dann müssen wir nochmal widersprechen. Nee. Na dann. Ja, für mich hilft der Blick weiter. Für mich hilft der Blick lieber weiter. Die Demos an und die Plakate. Das ist die Demos, fürs Engagement die Plakate, ist das wichtiger. Natürlich, aber. Okay. Aber. So. Der Blick in das Stasi-Archiv zum Beispiel zeigt uns, wie Geheimdienste, Geheimpolizeien funktionieren. Das ist doch das, was sie nicht wollen. Deswegen waren da auch so viele Bundespolitiker dagegen, dass die Akten geöffnet werden. Die Nähe der Geheimdienste, die gab es doch. Markus Wolf hat sich mit Helen Broich getroffen und als ob sie sich schon immer gut kennen und alles drum und dran. Das sind doch die Punkte, ja. Und da ist doch die Bedeutung, erstmalig in der Welt sind die Akten einer Geheimpolizei offengelegt worden, ja, offen gemacht worden. So, und das gilt es doch zu nutzen, die Mechanismen zu begreifen. Wie wird eingegriffen in das Leben von Menschen? Wie werden Informationen gesammelt? Da können wir doch was draus lernen. Da können wir unsere Sinne schärfen, um zu erkennen, wo ist informationelle Selbstbestimmung in Gefahr. Und da sind wir wieder bei den Menschenrechten. Ja? Informationelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Daran leitet sich alles ab, wenn wir sozusagen hier unser Klageverfahren machen, ja, aus dem Artikel 1 Grundgesetz. Mhm. Und das ist der Punkt. Und da sehen wir ja auch die Frage, was draus wird, ja, aus Geheimdiensten, wenn sie keine demokratische Kontrolle haben. Und wenn die Erkenntnis da ist, dass demokratische Kontrolle von Geheimdiensten nicht möglich ist, dann muss ein anderer Schritt gegangen werden. Das ist ja heute schon benannt worden. Dann müssen Sie in die Stasi oder wie auch immer Geheimdienstunterlagenbehörde. Ich hoffe, jetzt gibt es wenigstens eine positive Rückmeldung von euch. Herzlichen Dank, Anke Domscheit-Berg, Roland Jahn, Malte Spitz. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie mitgemacht haben, hier geblieben sind, diskutiert haben. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zur nächsten Veranstaltung. Applaus